Moin Leute und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Und zwar geht es heute um den Bahnhofsbau. Oh, da kriege ich gerade mal eine Warnung, ich mache aber kurz Pause, weil dann sind die FPS deutlich besser. Und zwar hat der liebe Soje gefragt im Forum: Wie baue ich denn so meinen Hauptbahnhof? Und da möchte ich euch mal ein bisschen halt so meine Tricks zeigen oder auch meine Tipps, ja. Bedenkt aber, es ist zum größten Teil auch Schönbau dabei, denn, ja, wenn ihr auf Profit spielt, dann würde ich das ein bisschen anders machen, kann ich euch aber auch noch erzählen. Und zwar sind wir hier in der Hauptstadt. Ich lege meinen Hauptbahnhof bzw. meinen Drehpunkt für alles auf der Map immer an der zentralsten Stelle. Und das war halt hier in diesem Fall Berlin, wie man hier sieht. Wenn es aufhören würde zu lecken, danke. Und wir hatten hier anfangs einen sechsgleisigen Hauptbahnhof, der ziemlich schnell die Kapazität erreicht hat. Und wie wir hier sehen, Moment. Wie wir hier sehen, ist jedes Gleis von diesem 2, 4, 6, 8, 10, von diesem zwölfgleisigen Bahnhof besetzt. So. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ja, das kann ich euch auch kurz erklären. Und zwar ist es von meiner Seite aus so, ich überlege mir immer, bevor ich irgendwas baue, wo möchte ich jetzt eine Strecke bauen? Wo soll die lang führen? Und wie soll die verlaufen? Also habe ich irgendwelche Hindernisse wie, was weiß ich, Straße, Schiene, Wasser, ein Bahnhof, ja, oder irgendwas, was ich überwinden möchte. So. Und dann fange ich eigentlich immer an, ja. Wir haben hier das rechte Gleis, die zwei rechten Gleise. Und ich würde niemals, auch wenn ich jetzt auf Schönbau oder auf Profit spielen würde, okay, niemals vielleicht nicht, aber vielleicht selten. Ich würde eigentlich immer die ersten zwei Gleise für einen S-Bahn-Betrieb machen. Das ist bei mir, hat sich bei mir jetzt so eingebrockt, dass ich in den großen Städten mache ich einfach so, ja, weil es gut aussieht, ein S-Bahn-Ring. Ist aber in diesem Fall nicht so, weil der Bahnhof ist ziemlich zentral gelegen und die Stadt hat sich ja auch hier nach drüben entwickelt. Da musste ich mir ein anderes Konzept überlegen, aber das kommt nachher noch. Also, wir haben hier eigentlich nur Regional- und Fernverkehr. Und wie wir hier sehen, die zwei Gleise. Ne? Ich würde die zwei Gleise jetzt nur benutzen, um irgendwie hier nach oben zu kommen. Ne? Wie wir hier sehen, die zwei rechten Gleise. Ich benutze die, fahre hier weg. Hier, zack, 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 nach Lingen. Mit dem anderen mache ich hier so eine Kurve und fahre hier weg. Ich würde mit dem Gleis sehr selten, wirklich sehr selten, würde ich sagen, ich fahre es mit dem hier lang und mit dem zweiten oder dritten Paar würde ich jetzt sagen, okay, ich mache eine Brücke und fahre darüber. Kann man machen, sieht schön aus, sehr kompliziert. Wer es machen will, kann es gerne machen. Bei mir hat es sich jetzt nicht angeboten. Ja. Dann führen wir weiter. Dann gehen wir fort. Auf jeden Fall, was ich auch mache. Das sieht man jetzt hier schlecht, aber ich mache immer den Eingangsverkehr. Wo sieht man es denn gut? Moment. Wo sieht man es? Hier sieht man es. Also, bei mir herrscht ja Rechtsverkehr. Und dann fahre ich immer auf dem rechten Gleis, fahre ich, wenn es geht, immer bis zum Bahnhof. Denn dann kann der Zug mit der vollen Geschwindigkeit in den Bahnhof einfahren, was natürlich auch Zeit bringt. Denn würde ich jetzt sagen, okay, lieber ICE, weil hier fährt ein ICE, der müsste hier noch wechseln und die Weiche ist jetzt zum Beispiel bloß für 70 oder 80, dann müsste der hier abbremsen und fährt halt hier nur mit 70 oder 80 rein. Das heißt, der braucht ein bisschen länger, was auch bei eurem Profit, ja, nachher zu merken ist. Weil wenn ihr voll auf Profit geht, dann würde ich immer empfehlen, nehmt immer das Gleis hier. Das Gleis, was direkt in den Bahnhof reinführt. Weil beim Rausfahren müsst ihr ja eh erst beschleunigen.
Und wenn der dann erstmal über so eine Weiche fahren muss, dann hat er noch nicht beschleunigt, bis der die Weiche überhaupt, bis ihr die maximale Geschwindigkeit der Weiche ausgefahren habt. Auch ein Tipp. Hier genauso, auf dem rechten Gleis fahre ich bis zum Bahnhof und fahre dann auf der Weiche wieder zurück. Und ich besetze im Grunde nie ein Gleis doppelt, denn das führt zu Staus. Einmal musste ich es hier machen, weil mir ein Gleis zu wenig war. Ja, aber im Grunde mache ich das nicht. So, dann geht's hier weiter. Dann habe ich hier eine Durchgangslinie, die am Bahnhof hält und weiterfährt. Habe ich eigentlich auch sehr selten, denn ich höre meine Linien gern immer am Hauptbahnhof auf. Aber hier habe ich es jetzt mal so gemacht, dass eine Linie durchführt. Wie wir hier sehen, das ist die dunkeltürkisfarbene. Die führt dann hier zu der Stadt. Und falls ihr euch wundert, zwei Linien führen ja hier parallel. Das stimmt, weil wir haben zu der Zeit, oder ich habe zu der Zeit die Bahnhöfe beobachtet. Und da standen einfach so viele Leute, weshalb ich mir gedacht habe, ich mache einfach noch eine Alternativroute, die Leute nutzen können, damit dieser Zug hier nicht so stark belastet ist. Dass die Leute auch diesen Zug verwenden, kann man machen. Wenn ihr auf Profit spielt, ja, man könnte auch mehr Züge einsetzen, wäre auch eine Möglichkeit. Hier auf der Seite genauso. Ich fahre auf dem Gleis rein, wo ich komme. Ging hier, wie gesagt, hier ging es nicht, weil hier das Gleis wird ja schon benutzt. Also nehmen wir das nächste. Und das ist auch immer so ein springender Punkt, ja. Wenn ich jetzt hier die Linie mal wegmache, jetzt stehen hier zwar viele Züge, jetzt lasse ich die mal kurz fahren. Die Weichen und alles Mögliche sieht sehr komplex aus. Es ist aber immer eine Logik bei mir dahinter. Und zwar, dass sich die Züge so wenig wie möglich gegenseitig blockieren. Das ist ja jetzt Gott sei Dank durch den neuen Weichenbau in Transport Fever möglich, dass man hier ziemlich komplexere Weichen bauen kann. Oder Weichenkomplexe. Also kurz erklärt, hier fahren die zwei Schienen rein. Und ja, die blockieren sich nicht gegenseitig. Hier hinten habe ich drei Gleise, weil wir haben hier zwei Linien und da habe ich halt gesagt, auf den Bahnhof zu sollen die sich aufteilen. Ja. Und wie wir hier sehen, die stören sich auf der Fahrt zum Bahnhof überhaupt gar nicht. Also die könnten parallel einfahren. Parallel ausfahren geht natürlich nicht, weil da haben sie nur ein Gleis. Und da denkt man halt, okay, hier sind so viele Gleise. Der könnte ja auch hier lang fahren, aber nee, dieses Stück, das könnte ich eigentlich auch wegmachen, weil das wird nie befahren, wie wir hier sehen. Aber da steckt halt wieder das Stückchen Schönbau in mir drin. Das soll halt einfach komplex aussehen. Hier, diese Doppelweiche mit hier nochmal einer drin, ja. Das muss ja halt einfach rein. Hier genauso, ich kann von dem Gleis einfach komplett hier rüber wechseln und kann hier in dem Wechseln auch nochmal wechseln und hier genauso. Ja, tobt euch mal ein bisschen aus mit den Weichen. Wenn ihr da nicht so viel versteht von dem Weichenbau, dann schaut euch mal auf Google Maps ein bisschen die Hauptbahnhöfe an. Das ist ein Tipp von mir. Oder geht, wenn ihr in der Nähe von einem Bahnhof seid, von einem größeren, dann fahrt da mal hin und schaut euch das mal an. Sehr interessant. Sehr interessant ein Bahnhofsvorfeld, ja. Also die Seite ist sehr komplex, die Seite eher nicht, weil da gibt es strikte Richtungen. Ne? Also wie gesagt, hier da. Das heißt, hier teilt sich es ein bisschen mehr auf. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den S-Bahn-Ring. Wie wir sehen, hier oben führt er die S-Bahn-Strecke entlang. Die hält dann hier, da habe ich ja einen extra S-Bahn-Bahnhof gemacht. Und der da lang, hier weiter und dann wieder, also ja, kann man als S-Bahn-Ring bezeichnen. Was ich da noch gemacht habe, ich habe hier von diesem S-Bahnhof
eine Verbindung gemacht zu unserem Hauptbahnhof, dass hier immer die Leute hin und her pendeln können. Ja. Weil sonst müssten die ja komplett hier über die Brücken fahren und alles Mögliche. Deshalb ist der Zug hier wesentlich schneller, was wir auch hier an den Leuten sehen. Und man kann das halt so machen, dass es halt der S-Bahn-Zugbringer für hier und der, die steigen dann um und bringen die Leute dann zum Hauptbahnhof. Aber das wäre jetzt so im Grunde der Bau eines Hauptbahnhofes. Und falls ihr auch so ein Projekt verwirklichen wollt, dann wie gesagt einfach mal ein bisschen auf Google Maps schauen oder hier vielleicht mich nochmal anfragen, dass ich vielleicht ein paar Bilder mache für euch, falls ihr das irgendwie ein bisschen nachbauen möchtet, ich weiß ja nicht. Aber tobt euch auf jeden Fall ein bisschen mal in dem, ja, in dem weichen Baumodus aus. Ist wirklich sehr schön, was mittlerweile geht. Und falls ihr noch weitere Fragen habt oder Fragen zu anderen Themen, muss ja nicht unbedingt Bahnhofsbau sein, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Oder im Forum, da bin ich auch sehr aktiv. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao.